Auch heute Abend begrüße ich Sie wieder recht herzlich aus unserem interreligiösen Gebetsladen Come In in Biberach mit unserer besonderen Gebetszeit Social Distancing Prayer. Hier am Kerzenständer brennen die Kerzen, ein ewiges Licht brennt hier vor Ort immer. Wir denken heute im verlängerten harten Lockdown in Deutschland und am Europatag der Europäischen Union an unser Europa. Wir denken an die Verantwortlichen in den jeweiligen Mitgliedstaaten und die Verantwortlichen auch im Europarat. Wir denken an die Menschen, die sich für Europa engagieren. Wir denken an die Religionsgemeinschaften in Europa und die Menschen, die die Idee eines christlichen Europas vertreten. Wir denken an die Menschen, die es schwer haben in unserem Europa. Wir denken an die Gründer und Gründerinnen eines solchen Europas, in dem wir nun leben. Halten wir Abstand äußerlich, schenken wir Ermutigung durch ein freundliches Wort, ein Lächeln. Wertschätzen wir sie, wir haben doch das Handy dabei und so viele Kontaktmöglichkeiten gibt es. Für diese Menschen wollen wir heute an dieser Stelle besonders beten, auch über alle Religionsgrenzen hinweg, um Kraft für sie und ihre Familien. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen. Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen. Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen. Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen. Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen. Wo Finsternis herrscht, lass mich dein Licht entfachen. Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen. Und wir beschließen unsere gemeinsame Gebetszeit auch wieder interreligiös mit dem Wort Amen.